Jetzt startet's natürlich. Okay. Hi, hallo und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Heute mal was Ungewöhnliches. Ich dachte mir, weil ich ja bald Geburtstag habe, nämlich in 3 Tagen, schenke ich euch auch mal etwas. Nämlich, ich habe oft, bevor ich Videos drehe, brauche ich so 3, 4 Anläufe. Und meistens quatsche ich noch mit meiner Mutter davor. Und heute habe ich für euch so mal ein Gespräch, also es ist ein Unfall gewesen, es war nicht geplant, aber meine Mutter und ich haben uns totgelacht, als wir es zusammen angeguckt haben. Und ich dachte, vielleicht amüsiert es euch ja auch, darum möchte ich euch heute jetzt ein kleines Video zeigen, was passiert, wenn ich glaube, es läuft keine Kamera. Und ich, ich sozusagen total müde bin und wisst ihr, es ist unglaublich schwierig, ein Intro aufzunehmen, wenn einem alles heute auch schief geht. Mir ist heute schon die Kamera runtergeflogen, ich bin von meinem Hasen in den Hintern gebissen worden, dann habe ich ein Video aufgenommen, ohne es zu planen und zu wollen. Und jetzt knufft mir mein Hase ohne Unterlass gerade an den Fuß. Also heute ist ein bisschen bei mir der Wurm drin. Aber ich möchte euch heute mal diese Videos zeigen, ausnahmsweise. Normalerweise fange ich dann immer von vorne an und drehe einfach ein neues Video. Aber heute zeige ich euch mal, was passiert. Wundert euch nicht, ich rede furchtbar Schwäbisch. Ich versuche ja immer bei meinen Videos so gut wie möglich Hochdeutsch zu reden oder auch im Normalfall, wenn ich mit anderen rede. Aber wenn ich müde bin und total Gedanken verloren, dann klinge ich wirklich nur noch wie ein Schwab. Dann habe ich das Schwäbisch meiner Mutter geerbt. Ja, gut. Also, hier kommt dann das Video. Falls es euch gefallen hat, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ihr könnt mir aber auch gerne, wenn ihr mögt, einfach einen Kommentar auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.riedmann@outlook.com. Wir sehen uns dann übrigens nächsten Mittwoch nicht, weil nächsten Mittwoch gibt es ein kleines Video zu Issy. Wir sehen uns also erst wieder am Freitag. Das heißt, bis Freitag. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Bis bald. Tschüss. Ja dann. Hallo zu meinem Freitagsvideo. Was ist denn gemacht? Mobbing ist übrigens echt eine üble Sache. Wieso? Stimmt doch. Ja. Ich schwitze. Oh ja, so ist das halt. Und meine Haare sehen scheiße aus. Es ist voll übel. Komm mal her, mein Scher. Der Hase kann sich verbiegen in einem fast 360 Grad Winkel. 5 Grad. Du, Mama. Ich habe mir gedacht, da du ja Mutti bist, gell? Ach so, manchmal, ja. Und so gesehen hast du heute ja noch nichts zum Abendessen gekocht. Doch. Nein, hast du mir Beutel mitgebracht. Ja, weil das sind 2 Bäckereien deshalb auch. Nein, das wusste ich jetzt nicht. Jetzt bin ich am Arsch. Ich wollte fragen, ob du jetzt vielleicht die Nudeln anbreitest oder Ei dazu machst. Du kannst das ja auch. Du kannst das ja auch. Toll. Ich bin halt der Sympathieträger. Du kannst das ja auch. Das war ein Eigentor. Ja, auch, weil das Schlimmste dran ist,
Das Gespräch habe ich